Silber ist auch eine lange Geschichte in der Medizin. Aber echt vital orientieren wir uns wieder an den höchsten Standards, die gegeben sind. Einmal das reinste Silber in der 999er Form. Dann gehört dazu das reinste Wasser. Das erreichen wir mit Mehrfach-Umkehr-Osmose-Filteranlagen und Destillationsprozessen, sodass wir auf einen Verschmutzungsgrad von nur 0,2 Mikrosiemens kommen. Das ist ein Wert, der ist 20 Mal unter dem von dem medizinischen Wasser, das vorgegeben ist mit 4 Mikrosiemens. Also 4 Mikrosiemens ist eine Flüssigkeit, die dazu benutzt wird, zum Beispiel für eine Injektionslösung. Also das ist ein Wasser, was in Ihr Körper kommt. Wir sind bei 0,2, deutlich drunter. Wir haben uns entschieden, zwei Formen anzubieten. Einmal die 10 ppm Form und einmal die 25 ppm. 10 ppm bedeutet, dass wir auf 1 Liter Wasser 10 Milligramm Silber lösen, in die Lösungsform bringen. Das heißt, es verbindet sich ein Wasserteilchen mit einem Silberteilchen. Das ist auch die Beschreibung von einem Kolloid. Ein Kolloid ist immer eine Zusammenfassung von zwei Substanzen, die zusammenhängen sozusagen. Einmal das Wasser, einmal das Silber. Jede Substanz hat noch die eigenen physischen und chemischen Eigenschaften. Also Silber bleibt Silber, Wasser bleibt Wasser. Und die sind zusammen als Kolloid. Und in dem Fall Silberkolloide in einem Milliliter Wasser sind kaum zu zählen. Das geht dann in den Billionenbereich. Also das sind ganz, ganz kleine Teilchen, die man nur mit dem Elektroden-Rastermikroskop noch optisch sichtbar machen kann. Die Teilchen beziehen sich auf nur 15 Atomgröße. Was jetzt der Unterschied zwischen 10, 25, 50, auch gibt auch 100er Formen. Mag sein, dass das auch eine Wirkung hat, aber wir sind der Meinung, je kleiner die Teilchen, umso effektiver ist das Ganze. Ungefähr vergleichbar mit einer Schrotladung von einem Schrotgewehr. Wenn Sie dann einen Vogel treffen wollen, dann haben Sie bestimmt größere Chancen, wenn Sie mehr Schrot mit kleinem Schrot nehmen, als wenn Sie die gleiche Ladung mit größeren Kügelchen nehmen. Beim Silber gibt es eins zu beachten: Diese kleinen Silberteilchen sind in einer gegenseitigen elektrischen Abstoßung, in der Plusabstoßung. Und das nennt man Brownsche Molekularbewegung. Und die ist sehr anfällig gegen Elektrosmog. Also alle Elektrogeräte, die mit 220 Volt arbeiten, sollen mindestens mal so einen Abstand von 1-2 Meter haben von dem Lagerort des Silbers. Also auch nicht in den Kühlschrank verbringen, weil der Generator, wenn er anspringt, das langt schon, um diese Silberabstoßung zu unterbrechen bzw. zu zerstören. Man sieht es auch dann daran, wenn Silber wertlos geworden ist, kollidales Silber, dass sich ein Belag umgebildet hat, nämlich das sind die Silberteilchen. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass in der Lagerung wohl etwas nicht beachtet worden ist. Es sollte auch lichtgeschützt gelagert werden. Das ist auch nochmal ein Punkt, also in einem dunklen Raum. Es muss aber nicht kalt gestellt werden, also es langt in einem Schrank, das zu verwahren. Wenn die Flasche angebrochen ist, soll das in einem halben Jahr in etwa aufgebraucht werden. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie noch mehr von den Produkten wissen wollen, dann bietet sich an, unseren Kanal zu abonnieren oder unsere Webseite zu besuchen. Jetzt ist es an der Zeit für mich, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das eine oder andere auf den Weg gebracht habe. In dem Sinne, bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund.